Ja, hallo und herzlich willkommen im Moorwald. Ich will ein bisschen über Moorrenaturierung sprechen und dafür machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir haben hier jetzt gerade den Bohlenweg betreten. Und der führt uns jetzt ins zentrale Kaltenbronn-Hochmoor. So, und da wollen wir jetzt entsprechend auch hin. Und da ich dummerweise den Fehler gemacht habe, an einem Sonntag hierher zu kommen, ich trottel, ist hier entsprechend viel los. Und ich habe durch ein Wunder noch einen Parkplatz ergattern können, kann aber quasi nirgendwo hinfilmen als direkt in den Moorwald, weil dann sofort 7000 Leute im Bild sind. Und die Verpixlerei will ich mir natürlich nicht antun. Ja. Aber ich wollte trotzdem mal kurz erklären, was jetzt der Plan ist. Der Plan ist jetzt, ich gehe jetzt jeweils 100 Schritte und dann machen wir einen Blick in den Moorwald. So, und hier direkt am Anfang, kurz nach Betreten des Bohlenweges, der eben ins Moor führt, nochmal, hier ist er, sieht es hier in etwa so aus. Das ist jetzt schon noch klar erkennbar ein Wald mit normaler Baumhöhe und normaler Waldstruktur. Also nichts, was jetzt groß darauf hinweist, dass wir hier so einen unglaublich speziellen Moorwald hätten. Haben wir an der Stelle auch noch nicht. Aber jetzt gehen wir mal weiter. So, und hier sind wir jetzt ein Stückchen weiter und gucken wieder erneut in den Wald und stellen fest, hier haben wir den ersten Entwässerungsgraben. Die sind heute besonders wichtig, weil es soll ja auch ein bisschen um das Thema Moorrenaturierung gehen. Jetzt sind wir hier in einem intakten Hochmoor, das heißt, allzu viel Renaturierung braucht das gar nicht. Aber inzwischen haben sich auch die Waldstrukturen ein klein wenig geändert. Jetzt ist das hier auch ein Bannwald und das ist er schon seit 80 Jahren. Auf dem Schild steht es auch. Für diejenigen, die das jetzt nicht mehr parat haben, das ist ein Wald, in dem forstlich nichts mehr gemacht wird. Insbesondere das Gebiet hier um das Wildseemoor herum ist eben, das ist dieser 80-jährige Teil der Landschaft, der schon ganz, ganz lange unter Schutz steht. Und dementsprechend haben wir hier schon noch Reststrukturen einer normalen Fichtenwaldwirtschaft, wie sie vor 80 Jahren eben hier noch betrieben worden ist. Die brechen aber langsam zusammen. Also zum Beispiel sehen wir keine Pflanzreihen mehr, es steht nicht mehr alles in Reihe und Glied. Wir haben auch nicht überall gleich dicke Bäume. Tatsächlich die vorherrschende Baumdicke, der da zum Beispiel, also die, die etwa 80 Jahre alt sind, die sehen jetzt dafür noch recht jung aus, aber hier oben sind auch keine besonders guten Zuwächse. Das sind noch die, die eben aus der regulären Forstwirtschaft von ja tatsächlich 1940 rum, sowas um den Dreh, eben stammen. Und die werden aber auch weniger. Jedes Mal, wenn hier ein Sturm durchgeht, fällt dann mal wieder eine von der Sorte um. Und dementsprechend, wenn wir jetzt mal hier hochgucken, da hinten sehen wir schon recht viel Licht in der Waldstruktur. Das liegt einfach daran, dass da eben auch schon einiges umgefallen ist. Ist nur eine Frage der Zeit, bis also hier sämtlicher Altbestand sich langsam austauscht, und dafür haben wir hier vorne im Bild, ja, und hier auch noch wieder schon ja bereits die ersten Jungbäumchen, die hier langsam wieder hochkommen. Wir befinden uns hier jetzt gerade so am Rand des Torfkörpers. Ursprünglich wird hier also schon der Torf im Boden sich gebildet haben, hier da drüben schon noch nicht. Also vielleicht auch noch erst ein Stückchen weiter da hinten, ja. Aber wir sind hier jetzt wirklich ganz, ganz am Rand und damit haben wir es hier jetzt immer noch nur mit einem feuchten Wald zu tun, bei dem es recht viel Niederschläge gibt, der jetzt aber noch keine Moorcharakteristiken zeigt. Trotzdem hat man hier an dieser Stelle auch schon den ersten Entwässerungsgraben eben angelegt. Das ist kein rein natürlicher Bach. Dafür ist das Gelände hier schlicht und ergreifend viel zu flach. Wir sind auf einer Bergkuppe. Das ist auch der Grund, weshalb sich hier ein Moor entwickeln konnte. Wenn es nicht flach wäre, dann würde das Wasser ja sehr schnell abfließen. Und drum gibt es Moore eigentlich immer nur in flachen Landschaften. Das kann ein flacher Berggipfel sein, ein flacher Bergrücken. In seltenen Fällen gibt es auch mal ein Hangmoor, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, und weil es hier eben flach ist, ist die Chance, dass sich ein natürlicher Bachlauf bildet und hier entlang läuft, relativ gering. Und das ist auch kein natürlicher, sondern eben einer, der insgesamt, ich glaube, über 300 oder mindestens über 200 Kilometer an Entwässerungsgräben, die man hier oben insgesamt gezogen hat. Grund war einfach,
das da, was wir jetzt hier noch in Resten sehen, nämlich die Forstwirtschaft und der Hintergrund, dass man halt hier eben auch gerne große, dicke, fette Fichten haben wollte, die schön hoch werden, auch hin und wieder mal Kiefern, die schön hoch werden und schön gut wachsen und an die man hinterher auch rankommt. Und durch den moorigen Boden dahin zu wandern, wäre schwierig geworden, durch den moorigen Boden die irgendwie abzuführen mit einfacher Technik, wäre auch sehr, sehr schwierig geworden. Und drum hat man halt eben 1800 Ungrad, genaues Datum schreibe ich euch gerne, unten hin angefangen, hier oben zu drainagieren und das Moor eben ein klein wenig trocken zu legen. Betonung auf ein klein wenig, man hat es nie geschafft, das ganze Ding kaputt zu machen und komplett trocken zu legen. Und die wirtschaftlichen Bemühungen, die der Grund dafür waren, haben sich dann auch als gar nicht so rentabel herausgestellt. Gut, aber jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter. Ja, was ich eben nur andeuten konnte, dass der Wald hier langsam am Zusammenbrechen ist, der ehemalige Fichtenforst, der hier angelegt worden ist, sehen wir hier jetzt schon ziemlich deutlich. Da braucht man jetzt nicht mehr allzu viel Fantasie. Der hier mal schon vor längerer Zeit zusammengebrochen ist, das ist nichts Aktuelles. Alles schon ganz schön relativ lange her. Die stehenden toten Bäume sind stehen geblieben, weil man hier ja eben nichts machen darf, forstlich, was ja auch gut so ist, selbstverständlich. Und so bricht jetzt dieser ehemalige reine Wirtschaftsforst nach und nach zusammen. Und nach sieht das Ganze auch dann, gerade in den Flächen, die jetzt zusammenbrechen, ein bisschen mehr nach moorigen Strukturen aus. Ne? Also wenn man sich ein wenig auskennt mit Moorwäldern, dann kann man hier jetzt die ersten Anzeichen erkennen. Wir haben auch bereits Zeiger für sehr sauren Boden, nämlich das Zeug hier, was nur oberflächlich dünne Stängel sind und aber doch grün, das ist einfach schlicht und ergreifend Blau- oder Heidelbeere, Vaccinium myrtillus, ein starker Säurezeiger. Wenn die irgendwo vorhanden ist, dann haben wir es mit einem sehr sauren Substrat zu tun. Das ist jetzt in Wäldern keine große besondere Seltenheit, aber die ist hier flächendeckend vorhanden. Zwischendrin gibt es dann noch ein bisschen Besenheide. Wenn man eine Weile sucht, findet man vielleicht auch noch irgendwo Glockenheide, aber das ist so die vorherrschende Boden Vegetation, die wir im Übrigen auch im Winter erkennen können. Ja? Und jo, damit gehen wir wieder ein Stückchen weiter. So, noch eine Nummer wilder. Hier ist jetzt nun eindeutig, dass das kein ganz normaler Wald mehr ist. Denn wir haben eben massive Anreicherung von umgefallenen und toten Holzstrukturen. Nur noch kleine Bäumchen dazwischen. Zuwachs deutlich reduziert. Auch die stehenden Toten, die hier rumstehen, sind gar nicht mal so hoch geworden. Genau genommen finden wir hier eigentlich nur noch recht niedrige Bäume. Auch die, die weiter wegstehen. Und selbst die höchsten hier direkt am Weg sind jetzt auch eben vergleichsweise niedrig. Und das, obwohl hier 80 Jahre eben gar kein Baum mehr umgehauen wurde. Jetzt kann man sich also schon fragen, was passiert hier, dass die Bäume hier so klein bleiben, so ja fast schon Ansätze von Krüppelwuchs zeigen. Richtigen Krüppelwuchs sehen wir gleich noch, aber hier befinden wir uns jetzt bereits im Torfkörper. Ja? Dazu muss ich jetzt noch mal ganz kurz erklären, ein Hochmoor heißt deswegen Hochmoor, weil es im Prinzip ein riesiger wachsender Schwamm aus Hochmoortorf ist. Das heißt, der Torf stirbt ab, wächst auf seiner eigenen Leiche sozusagen nach oben, stirbt wieder ab, wächst wieder nach oben, stirbt wieder ab, wächst wieder nach oben und dabei, weil er eben ein enormes Wasserstauvermögen hat, zieht er auch den Grund, ja nicht den Grundwasserspiegel, sondern eben unabhängig vom Grundwasserspiegel einen Moorwasserspiegel ebenfalls nach oben. Und das führt dann dazu, dass wir quasi eine Linse in der Landschaft bekommen, quasi ein kleiner Mini-Hügel, wie so ein überdimensionaler Maulwurfshaufen in einer ansonsten sehr flachen Landschaft, der eben nur aus wassergetränktem Torf besteht. Das heißt, wir laufen hier auf nichts anderem rum, als auf den ganzen Überresten des Zeugs, was ihr hier sehen könnt. Ja, also nicht nur das Zeug, aber eben auch das Zeug. Weil wenn sich im Torfkörper dann doch halt eben mal noch ein Baum fangen kann und im noch nicht so mächtigen Torfkörper ist ein gewisses Waldwachstum durchaus noch möglich, insbesondere wenn es mit den Nährstoffen einigermaßen hinhaut, dann wächst hier schon noch ein Baum,
Aber wenn der umfällt, kann er aufgrund der sehr schwierigen Zersetzungsbedingungen in diesem Torfboden ja nur noch sehr langsam mikrobiell abgebaut werden und drum sieht es hier so chaotisch aus. Ja, hier funktioniert der Abbau von Holz einfach viel langsamer als im normalen, regulären Wald. Ja, wer meinem Video schon eine Weile folgt, hat diese Tafel schon ein paar Mal gesehen. Insbesondere, dass die nicht nur in diesem Moor gibt, sondern in diversen Mooren. Das ist auch alles vollkommen korrekt, aber hier könnt ihr jetzt zum Beispiel mal sehen, das ist eben hier 4, ist die Moorlinse. Ja, also der komplette Bereich von 4, diese schraffierte Fläche, das ist quasi der Torfkörper, der sich hier über das Grundgestein, das ist 1, entsprechend erhebt, und auf diesem Torfkörper läuft man jetzt rum, wenn man jetzt die Familie oberhalb von 4 ist. Was 3 sein soll, ach so, das ist der Moorkiefernwald, der eben auf naturnahe Weise in der Nähe des Moores bzw. am Rand der Moorlinse wächst. Ja, das seht ihr nämlich auch noch schön in dieser Grafik, wenn wir jetzt hier mal nach links gucken. Der Wald steht nur am Rande der Linse. Im massiven Torf, wenn der Torf auch richtig hoch wird, sollte eigentlich kein Wald mehr wachsen können, nur noch so ein paar Krüppelbäume, die jetzt sich hier der 3 annähern, der Nummer 3, und danach hört der Baum Bewuchs auch auf. Das erlebt man hier in diesem Moor auch ein bisschen, nur blöderweise basiert diese schematische Darstellung eben auf völlig unberührter Natur. Die haben wir aber nicht mehr. Und das sieht auch nur so aus in einem 100% unberührten, nie durch den Menschen irgendwie beeinflussten Moor. Und das haben wir hier auch nicht, auch wenn wir relativ nah dran sind. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen zwischen, hoffentlich wird es bald dunkel, dann bin ich hier alleine. Da traut sich ja keiner mehr raus. Und ja, Mist, wenn es dunkel wird, seht ihr nichts mehr. Ja, also blöd ist es in jedem Fall. Gut, egal. Jedenfalls hier sehen wir jetzt auch noch mal ein bisschen das Zusammenbrechen eines Moorkiefernwaldes. Aber wir haben es hier jetzt auch mit einem richtigen Moorkiefernwald zu tun. Das heißt, es ist die angepasste Moorkiefer. Die ist speziell auf solche Lebensräume angepasst. Passt quasi am Rande der Torflinse. Ja, nicht mittendrauf. Mittendrauf hätten wir dann nur noch das baumlose Hochmoor. Eine der wenigen, gar nicht so viele, gibt es nämlich gar nicht so viele, Flächen, die ganz natürlich baumfrei sind und die dann eben auch eine Waldgrenze aufweisen, nämlich die Waldgrenze hin für Wald zu feucht und gleichzeitig zu nährstoffarm. Denn wir müssen uns klar machen, dadurch, dass wir hier in einem riesigen Torfschwamm drin stehen, ja, als Baum, haben wir keinen Kontakt mehr zum eigentlichen Boden, der hier ursprünglich mal gewesen ist. Und da in dem Torfkörper kaum Nährstoffe enthalten sind, also das bisschen, was da drin ist, recycelt das Torfmoos sozusagen immer, um weiter nach oben zu wachsen, und hinterlässt dann eben nur die eigene Leiche, die so gut wie keine Nährstoffe mehr enthält. Das wird alles soweit wieder recycelt, dass nur der lebende Teil des Torfmooses, also der nicht Torf ist, sondern noch Moos, dass der dann quasi immer weiter in die Höhe wächst. Ja? Und das bedeutet, Nährstoffe, die normalerweise aus dem Boden, also wirklich Mineralboden, Grundgestein enthaltenden Boden nachgeliefert werden, sind in so einem Moor auf dem Torfkörper irgendwann nicht mehr verfügbar. Und zwar in dem Moment nicht mehr, wo es selbst die größten Bäume, die es hier gibt, nicht mehr schaffen, mit ihrer Wurzel noch den Mineralboden zu erreichen. Warum kann das passieren? Naja, weil er entweder zu weit weg ist oder zweitens zu weit unten ist und sie dadurch ja jede Menge wassergetränkten Torf durchdringen müssten, die Wurzeln, und dann eine Wurzel auch Sauerstoff braucht, erstickt die einfach auf dem Weg zum normalen Mineralboden. Auch wenn das rein von der Wurzellänge her durchaus machbar wäre für eine Kiefer, bis zum Mineralboden zu kommen. Aber wie gesagt, sie erstickt auf dem Weg dahin. So,
jetzt haben wir hier gerade einen kleinen ruhigen Moment. Und jetzt kann ich euch noch mal den Bohlenweg zeigen, auf dem man hier entlang läuft. Es ist auch wirklich ratsam, erstens aus Naturschutzgründen und zweitens aus persönlichen Sicherheitsgründen auf dem Selbrigen zu bleiben. Man kann sich in dem Moor unglaublich schnell verlaufen. Das kann auch mal passieren, dass man dann wirklich irgendwo mal so weit einsinkt, dass man nass wird. Und das ist bei den aktuell herrschenden Temperaturen dann durchaus sehr gefährlich. Dass man wirklich im Moor versinkt und ertrinkt, das passiert eigentlich nicht wirklich. Ja, also ihr könnt sehen, wenn ich jetzt die Kamera ein bisschen höher hebe, unser Wald ist hier noch so im Schnitt 5 Meter hoch. Wenige Ausnahmen werden ein bisschen höher. Und erst wenn man nach da hinten guckt, da sehen wir jetzt wieder die ersten Bäume, die diese Bezeichnung plus minus verdient haben, die dann wieder etwas höher werden, weil da hinten geht es eben jetzt wieder runter vom Torfkörper. Und die Bäume, die da hinten noch relativ groß werden, haben noch einen gewissen Anschluss an den Boden, also den Grundboden, nicht den Torfboden. Ja, das sind jetzt alles bisher so allgemeine Dinge zur Moorentwicklung gewesen. Und wenn wir jetzt weitergehen, sollten also unsere Krüppelkiefern hier nach und nach noch immer niedriger werden. Und dann irgendwann verschwinden die und wir stehen im richtigen Moor ohne Baumbewuchs oder so gut wie ohne Baumbewuchs. Das passiert hier auch plus minus. Es gibt allerdings eine kleine Anomalie und die ist jetzt auch wieder darauf zurückzuführen, dass das halt eben doch kein 100% natürliches Moor mehr ist. Sondern auch hier wir noch mal ein bisschen zwischengefunkt haben, wir Menschen. Wobei wir auch sagen müssen, gerade mal 3% der Moore in Deutschland sind noch sehr natürlich und von Menschen unbeeinflusst. Das heißt, das hier gehört eigentlich zu den noch sehr natürlichen und die Beeinflussung ist hier vergleichsweise gering. So, und etwas weiter marschiert, kriegen wir jetzt eben die Anomalie, dass unsere Bäume plötzlich eher wieder höher werden. Ja? Und jetzt kommt auch auf einmal die Birke dazu, genauer die Moorbirke. Die sieht jetzt erstmal so aus wie jede andere Birke auch, mit der charakteristischen weißen Rinde. Aber normalerweise ist eigentlich die Abfolge der Moorpflanzen bzw. der Moorbäume erst Kiefer, beziehungsweise je nachdem, erstmal noch relativ normaler Wald der Umgebung, ohne dass das Moor einen großen Einfluss hätte. Dann kommt der Krüppelkiefernwald, den sehen wir hier im Hintergrund, und dann kommt die Moorbirke dazu. Allerdings sollte die Moorbirke eigentlich, na, wenn wir jetzt nach Lehrbuch gehen, niedriger sein als die Krüppelkiefern und auch wirklich nur als sehr, sehr kleine, krüppeliges Birkenwäldchen hier jetzt so langsam anfangen rumzustehen. Das kommt dann später auch noch. Also es ist nicht so, dass es das hier nicht gibt. Aber Tatsache ist, dass wir hier halt eben eine gewisse Störung der natürlichen Moorvegetationsentwicklung haben. Eben weil jetzt hier eben auch noch erstens ein paar Fichten drin stehen und zweitens auch noch große. Und das ist eben eine Folge des Versuchs, das Moor zu entwässern. Wir gehen mal noch ein paar Schrittchen. Und schauen nach da hinten und da sehen wir, da bildet sich in weiter Ferne fast schon wieder sowas wie ein normaler Fichtenwirtschaftswald oder zumindest Ansätze davon, was wir da hinten unscharf erkennen können. Und das ist eben kein Zufall, sondern das Resultat der Entwässerungsmaßnahmen. Und damit sind wir jetzt weg von der eigentlichen Moorkunde und so langsam mal angekommen bei meinem Steckenpferd, nämlich von meinem Steckenpferd von heute, nämlich die Renaturierung von Mooren. Und ist das nötig? Macht das Sinn? Warum macht das Sinn? Also ja, es macht Sinn. Das kann man schon mal vorne wegnehmen. Ob es hier speziell in diesem Moor allerdings Sinn macht, das ist durchaus Gegenstand einer großen Kontroverse und da streiten sich noch ein bisschen die Leute. Aber jetzt schaue ich mal, ob ich noch ein schönes Plätzchen zum Stehen finde, weil abgesehen vom eigentlichen Moorsee in der Mitte habe ich euch dann jetzt alles gezeigt und dann können wir zum theoretischen, heißt ich erzähle viel, Teil übergehen. Ja, also jetzt doch nochmal. Also wir nähern uns des Zentralmoors, ja, dem Moorsee in der Mitte. Viele Moore haben in der Mitte irgendwann mal einen See entwickelt oder ja, oder sowas in der Richtung, zumindest so kleine Tümpelchen. Aber normalerweise wäre jetzt hier eben halt kein normales Baumwachstum mehr möglich. Und hier stehen trotzdem welche. Und das ist eben eine Folge der Störung des Moors. Die gehören hier normale Kiefern, in Anführungszeichen mit normalem Kiefernwuchs, gehören hier jetzt echt nicht mehr her. Thank you.
So, und hier haben wir nun die Wurzel allen Übels, denn willst du ein Moor vernichten, dann leg es trocken. Und was wir hier sehen, ist eben ein ehemaliger Ablaufgraben, beziehungsweise es ist leider immer noch irgendwo ein Ablaufgraben, der hier angelegt worden ist vom eigentlichen Moorsee, der übrigens dann kurze Zeit später auch mal aufgestaut worden ist, um Trift betreiben zu können. Sprich, hier quasi den See aufzustauen, dann die Schleuse aufzumachen, dann, also hier war nicht die Schleuse, aber dann fließt das Wasser natürlich schlagartig ab und wir kriegen eine starke Strömung, mit der wir Holz, zumindest mal Brennholz in miesen Qualitäten, ins Tal spülen können. Ja, aber ursprünglich hat man eben gerade diesen Graben, das ist so mit einer der größten Abflussgraben, fürs Zentralmoor eben genau dafür angelegt, dass halt ein bisschen hier der Wasserstand abnimmt, der Torfkörper nach Möglichkeit mindestens oberflächlich austrocknet und dann eben die Fichtenwälder, die wir jetzt gesehen haben, gepflanzt werden konnten. Wie gesagt, das Ganze war so Ende 19. Jahrhunderts, ist also noch gar nicht so lange her und dann hat man kurzfristig eben mal versucht, hier großflächig nennenswert Forstwirtschaft zu betreiben. Man hat auch mal ein paar Probetorf Stiche gemacht und versucht hier ein bisschen Torf abzubauen, ist dann aber recht schnell dazu gekommen, dass sich das nicht wirklich lohnt. Warum hat sich das nicht wirklich gelohnt? Naja, liegt schlicht und ergreifend daran, dass, wenn wir uns klar machen, wenn du hier jetzt Torf rausstichst aus diesem Moorkörper, ja, dann legst du den als Torfziegel irgendwo hin und jetzt muss der trocknen, damit man den wirtschaftlich relevant abtransportieren kann, weil wenn der nicht trocken ist, ist der natürlich sauschwer und das lohnt sich einfach nicht, den abzutransportieren, solange noch ganz viel wiegt. So, und dementsprechend hat man das versucht. Man hat also die Torfziegel rausgeschnitten, hat sie hingelegt, wollte sie trocknen lassen, aber blöderweise gibt es einen Grund, weshalb hier ein Moor ist, nämlich hier regnet es viel. Das heißt, die sind einfach nicht getrocknet und man konnte sie nur im nassen Zustand abführen und das hätte keinen Sinn ergeben, beziehungsweise wäre auf die Dauer zu teuer gewesen und damit hatte sich dann die ganz kurze Periode des Torfabbaus am Kaltenbronn auch schon wieder erledigt, weil war selbst damals schon zu teuer und das, obwohl die Arbeitskräfte noch günstig gewesen sind. Ja. Aber der Schaden war angerichtet, trotzdem hatte man versucht, das Moor entsprechend zu entwässern und die Gräben sind angelegt worden und da hat sich bis heute keiner dafür verantwortlich gefühlt, diesen Zustand wieder rückgängig zu machen. Aber jetzt ist dieses Moor natürlich nicht gänzlich schutzlos unseren Machenschaften ausgeliefert, sondern die Gräben sind zu einem Gutteil inzwischen einfach wieder zugewachsen mit Torfmoos. Das heißt, der Torfkörper, solange noch genügend Wasser in der Mitte hat, mindestens mal da, ist durchaus in der Lage, sich ein Stück weit zu regenerieren. Und genau das beginnt, wie man auch hier sehen kann, eben in unserem Abfluss. Da sieht man ja schon wirklich so eine kleine Schwelle drin, hier direkt hinter unserer kleinen Birke. Und das ist jetzt erstens natürlich ein bisschen durch Eis induziert, aber hier beginnt sich jetzt bereits im Abflussgraben Torf zu bilden. Ja? Und der Abflussgraben vertorft sozusagen und das Moor stopft den Graben langsam wieder aus. Jetzt ist nur die Frage, was geht schneller? Das Austrocknen des Moors oder die Geschwindigkeit, mit der das Moor eben sich regeneriert und seine eigenen Abflussgräben, also unsere Abflussgräben, wieder verstopfen kann mittels neuem Torfmoos und da einfach den Torfkörper wieder vollständig herstellt, sodass dann der Graben irgendwann keine Rolle mehr spielt. Und das ist eben der Kasus Knackus, über den sich jetzt auch gerade in der Fachwelt, insbesondere in diesem Beispiel hier, gestritten wird. Ja, hier könnt ihr nochmal den Hauptabflussgraben sehen und man sieht eine ganz leichte Wasserbewegung. Das heißt, da fließt tatsächlich was ab. Wir haben also gerade netto ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja, und man kann das auch nicht pauschal, nur weil hier jetzt ein bisschen eine Wasserbewegung sichtbar ist, sagen. Aber möglicherweise fließt momentan gerade ein bisschen Wasser aus dem Moor. Ob das jetzt langfristig eben zu einem großen Verlust an Wasser im Moor
führt. Oder ob das jetzt nur ein kurzfristiges Ereignis ist, weil gerade eher viel Wasser im Moor drin ist und auch nicht beliebig viel Wasser in dem Moor eingelagert wird. Irgendwann fließt immer mal was raus. Wenn es da wochenlang nur regnet, dann ist das Ding auch irgendwann mal voll. Und drum muss man jetzt eben messen und nicht nur gucken und vermuten und spekulieren, ob nun der Abfluss größer ist als letztendlich der Wassereintrag. Und wenn man das ganz genau wissen will, dann misst man natürlich noch die Verdunstung, weil die spielt auch noch mal eine gewisse Rolle. Die ist erheblich schwieriger zu messen als einfach der Strom des Wassers, der aus dem Moor rausfliegt, und der Niederschlag, der im Moor fällt. Beides ist mit sehr einfachen meteorologischen bzw. ja eben wasserwissenschaftlichen, hydrologischen, das habe ich gesucht, Methoden ganz einfach zu machen. Aber die Verdunstung, wie viel da jetzt eben entsprechend evaporiert aus dem Moor, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und daher kann man sich dann über die jeweiligen Daten, die da erhoben werden, auch ganz wunderbar streiten. Also, nochmal, fassen wir zusammen. Wir haben einerseits Messwerte, die uns eben sagen, wie viel Wasser bekommt oder verliert das Moor. Und diese Messwerte haben wir hoffentlich über einen sehr langen Zeitraum. Und andererseits haben wir ein vegetationsökologisches Gutachten, das uns eben sagt, dass in den letzten 100 Jahren diese Abwassergräben, also diese Entwässerungsgräben, wirklich schon ganz wunderbar am Zuwachsen sind und sich bereits in den meisten Gräben Torfmoose befinden, die eindeutig darauf hinweisen, dass die durchschnittliche Abfließgeschwindigkeit von Wasser durch diesen Graben auf keinen Fall hoch sein kann, weil sonst würde sich da eben keine Torfmoosbildung etablieren, insbesondere kein Hochmoortorf. So, und da kann man sich jetzt kloppen. Ja, hallo, und damit bin jetzt auch ich im Bild und ich sehe wieder aus wie Sau. Da beschwert sich wieder meine Frau hinterher, wenn ich mich nicht richtig angezogen habe für Kamerazwecke. So, hallo und herzlich willkommen im Moor, wollte ich noch schnell anmerken, und dann unterhalten wir uns jetzt mal wirklich ein bisschen über das Thema Moorrenaturierung, auch jetzt ein wenig theoretischer. Ich hocke noch mittendrin, ich kann aber leider nicht anders sitzen, oder dass ihr noch einen schöneren Hintergrund hättet, aber ja, ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen was gesehen und ich blende euch gerne zwischendrin auch noch ein paar Bilder ein. Dann wäre noch wichtig zu erwähnen, Grund für die Notwendigkeit von Moorrenaturierung. Wie gesagt, in diesem Fall hat man es hauptsächlich entwässert, weil man hier einfach Forstwirtschaft im größeren Stil betreiben wollte, weil Holz knapp wurde. Um 1800 rum grob hatten wir ja den niedrigsten Stand von Bewaldung und die größte Holzknappheit in Deutschland, kurz bevor man sozusagen dann auf Kohle als Alternativrohstoff zurückgegriffen hat. Und irgendwo hat natürlich die Entdeckung bzw. die Nutzung der Kohle dann die letzten Wälder ein Stück weit gerettet. Auch hier oben passiert, weil eben mehr oder weniger zum Zeitpunkt, als man beschlossen hat, so, jetzt könnte man doch eigentlich mal die letzten Hölzer platt machen, und als man beschlossen hat, dass hier langsam die Torfnutzung ein Thema wäre, kam auch so gemütlich die Kohle daher. Und drum hat vielleicht auch ein bisschen die Kohle, Kohle hat wenig Positives, wirklich wenig Positives. Aber hier kann man doch ein bisschen sagen, dass die Entdeckung der Kohle dann nochmal zu was gut war. Davor eben Moorentwässerung notwendig, wie gesagt, erstens für mehr Wald, für mehr Brennmaterial oder alternativ, wo es ging. Und das ist bei der Großteil der Moore, die man entwässert hat, um dann hinterher sie nutzen zu können, war das eben nicht, dass man in alternativen Wald draufstellen wollte, sondern man wollte einfach an den Torf. Denn Torf im getrockneten Zustand ist ein wunderbares Brennmaterial, ist auch einfacher zu transportieren als Holz, ist in sehr großen Mengen vergleichsweise mit geringem Aufwand zu gewinnen, ist nicht nur als Brennmaterial interessant, weil auch heute wird ja noch Torfnutzung betrieben. In Deutschland wird es zwar immer weniger und die Torfindustrie, die wir hier so haben, ist quasi plus minus am Ende angekommen. Gleiches gilt für die Niederlande, die hatten auch mal eine Riesenmenge an Mooren, sie haben auch nach wie vor welche, aber das waren mal erheblich mehr und das lag auch eben vor allen Dingen an der Nutzung des Torfs, vor allen Dingen erstmal als Brennmaterial, dass sie eben davon auch nur noch weniger Moore gehabt haben. Als Torf nicht
nicht mehr als Brennmaterial interessant oder notwendig war, weil man eben günstig an Kohle rangekommen ist, später dann an Öl und heutzutage ja theoretisch auch an Erdgas oder vielleicht sogar irgendwelche erneuerbaren Möglichkeiten. Streng genommen ist Torf auch erneuerbar. Er wächst mit 1 Millimeter Dicke pro Jahr. Das heißt, ein Meter braucht 1000 Jahre. Ist eine erneuerbare Ressource, nur leider halt eben nur sehr langsam. Daher ist eine nachhaltige Torfnutzung nur dann möglich, ja, wenn du pro Jahr wirklich nur einen Millimeter sozusagen vom Torf abkratzt. Und das macht überhaupt keinen Sinn und ist in keinster Weise eine wirtschaftlich nutzbare Menge. Daher schwierig. Also ich beziehe mich hier auf die Nutzung von Naturmooren. Ja, die sollten als Naturraum, als besonders empfindliches und wunderschönes Ökosystem meiner Meinung nach geschützt werden. Man kann schon aber Torfmoos bzw. irgendwo auch Torf als Kulturpflanze anbauen, um eben weiterhin Torf als Substrat für die Landwirtschaft zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Das geht und das geht auch nachhaltig. Aber das hat nichts mit der Nutzung von Naturmooren erstmal direkt zu tun. Zumindest nach meiner Auffassung. Aber auch da darf man gerne anderer Meinung sein. Ja, wie gesagt, heute brauchen wir auch immer noch Torf. Ich mache dazu nachher noch ein Kurzwissen-Video. Da gibt es dann Überschneidungen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die das Kurzwissen angucken, nicht zwingend in der Zukunft immer dieses Ding hier vorher gesehen haben werden. Daher, wofür kann man Torf heute noch brauchen? Naja, ein kleiner Teil geht in eine sehr sinnvolle Verwendung. Zum Wohl. Ja, ist richtig rum. Sehr sinnvolle Verwendung. Sehr sinnvolle Verwendung. Vielleicht die beste Verwendung für Torf überhaupt, nämlich Scotch, ne? Open 14. Sehr lecker, kann ich inzwischen bestätigen. Mir geht es gesundheitlich wieder so gut, dass ich jetzt Drink Responsible machen kann. Und dementsprechend ist jetzt ein Gläschen hier im Moor. Ohnehin, ne? Ich bringe den Torf nur wieder zurück. Also in Scotch ist kein Torf drin, aber die Gerste wird über Torf geräuchert, geröstet, man kann es am ehesten noch einen Röstvorgang nennen. Und kriegt dabei so ein gewisses torfiges Aroma, was dann hinterher in einem guten Scotch für so den besonderen Geschmack sorgt. Und einer der möglichen Aromastoffe ist, weil wenn man sich klar macht, dass ein Whisky ja nur aus Wasser, und da wird ja viel Wert drauf gelegt, dass das richtige Wasser sein muss, Gerste. Und letztendlich das, was bei der Röstung der Gerste noch so passiert und letztendlich dem Einfluss des Fasses, in dem er gelagert wird, besteht und dabei trotzdem 7 Milliarden verschiedene Aromastoffe zusammenkommen, von denen man auch immer mehr rausschmeckt, je mehr man von dem Zeug trinkt, also je öfter, ja, auch wieder falsch gesagt. Also es bringt nichts, einen Liter runter zu kippen, sondern sollte schon, vielleicht so alle paar Wochen mal ein Gläslein sein und das über einen sehr langen Zeitraum, dann beginnt man irgendwann wirklich diese vielen, vielen Aromen, die im Whisky enthalten sind, auch zu würdigen, zu wissen. Gut, ja, also das vielleicht eine der sinnvollsten Torfanwendungen. Die ist auch als einzige Torfanwendung, die ich kenne, nicht substituierbar. Andere Sachen, da ginge das schon. Aber nochmal zurück zum Thema, wofür brauchen wir heutzutage Torf? Ja, für vor allen Dingen Pflanzenzucht und Gartenbau. Blumenerde, wenn du stinknormale Blumenerde, günstige Blumenerde im Baumarkt, im Gartenmarkt oder sonst wo einkaufst, dann wird die mit Sicherheit irgendwas zwischen 75 und 85, manchmal auch 90% Hochmoortorf enthalten. Und das ist eine ziemliche Katastrophe, weil wie gesagt, das Zeug wächst wahnsinnig langsam. Und wenn sich das nach wie vor verkaufen lässt und das zu ganz guten Preisen, weil es ist noch das lukrativste, mit Torf zu handeln, indem man den wirklich als Blumenerde an den privaten Gartenbesitzer verhökert. Solange das noch weiter funktioniert, wird es auch weiter ein Thema sein, dass Torf eben auch abgebaut wird. Und solange das wiederum passiert, sind die Moore nicht sicher und das hat jetzt dann ganz viele klimatische Aspekte und ganz viele klimatische Problemchen, die das mit sich bringt. 6% der globalen Erwärmung, also des globalen CO2-Ausstoßes pro Jahr
stammen schlicht und ergreifend aus der Vernichtung von Mooren. Beziehungsweise werden von Mooren, ohne dass man die nutzt, ohne dass man da irgendwas tut, einfach mal nur so imitiert, ohne dass uns das irgendwas bringt, einfach weil die Moore nicht mehr vernässt sind, nicht mehr intakt sind und ihr Wachstum eingestellt haben. Stattdessen gasen sie entweder CO2 oder, was noch viel schlimmer ist, Methan aus. Aber im Regelfall ist es eher erstmal nur CO2, das aber in riesigen Mengen. Also zum Vergleich, der globale Flugverkehr ist die Hälfte der CO2-Emissionen aus der Vernichtung von Mooren. Und dazu muss man sagen, dass weltweit gerade mal, ich glaube, 3% oder sowas der global vorkommenden Moore überhaupt kaputt sind. Stellt euch mal vor, es wären alle Moore kaputt, wir wären völlig am Arsch, um es mal deutlich zu sagen. Daher, das ist schon wirklich ein großes Thema und darum muss man mit von der Torfnutzung runter. Und das kann man als privater Verbraucher jetzt wirklich als allererstes mal aufhören, Torf in Blumenerde zu kaufen. Bio-Blumenerde ist zwar viel, viel teurer, aber ja, das wären, also wir machen das seit Jahren. Ich habe auch Mutter verboten, mit irgendwas anderem zu gärtnern. Meine Frau macht sowieso nur noch jetzt inzwischen eigenen Kompost als Blumenerde, aber was mit Torf hat sie auch schon seit vielen Jahren entsprechend nicht mehr gekauft. Ich selber gärtnere ja nicht, ich gehe lieber in den Wald. Aber ja, das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich wichtig. So, und die Gartenindustrie in Anführungszeichen. Also das muss jetzt nun wirklich nicht sein. Ja, der finstere Blick hier gerade resultiert daraus, dass jemand am wilden See selber mit Skiern unterwegs ist und da quasi mit Skiern über den See fährt, was absolutes No-Go ist. Also das ist wirklich ein sehr empfindliches Ökosystem und das ist ganz eindeutig, dass da ist auch wirklich ein schöner Zaun davor, dass man da nicht drauf soll auf die Fläche. Und erstens muss man sowieso nicht mit Skiern versuchen, den Bohlenweg entlang zu fahren, da gehst du nur allen Leuten auf den Sack, und zweitens dann auch noch auf dem wilden See rumzufahren, das geht mir gehörig gefühlt der Hut hoch. Das haben die dann auch gemerkt, dass ich sie entsprechend böse angeguckt habe. Deswegen habe ich dann weiter auch nichts gesagt und die sind dann auch schnell wieder zurück auf den Weg. Aber ja, ist natürlich wirklich überhaupt nicht korrekt. Ohnehin ein Thema, ne? Wintersport und Wald und insbesondere Wintersport und Wald und Naturschutzgebiete bzw. Bannwälder, das ist schon ein Spannungsfeld und das auch völlig zu Recht. Und ja, man darf sich da drin irgendwo bewegen, das soll man auch dürfen, aber man muss sich dann halt verflucht nochmal vernünftig benehmen. Und wenn das die Leute nicht tun, dann ja, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gut, das am Rande angemerkt, ne? Hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Ja, sonstige mögliche Torfnutzungen sind vor allen Dingen eben Blumenerde bzw. großflächig Anwendungen in der Pflanzenzucht und im Gärtnereiwesen. Nämlich deswegen relevant, weil zum Beispiel Anzuchttöpfchen, Öko-Anzuchttöpfchen in Anführungszeichen, mit denen du eine kleine Pflanze in so einem kleinen Töpfchen in den Boden stecken kannst und dann wächst die da wunderbar und dann hat man die eben als kleines Containerpflänzchen prima in den Boden eingebracht. Sowas findet auch im Wald teilweise ganz selten mal Verwendung. Und diesen Anzuchttopf, also dieses Gefäß, wo die junge Pflanze drin sitzt, das kann man halt ganz wunderbar aus Torf machen. Das ist eines der besten Materialien, die dafür überhaupt gehen. Außerdem ist Torf eben einfach in großflächigen Pflanzenanzucht. Ja, irgendwann setzt du sie in den Boden, okay. Aber im großflächigen Pflanzenanzuchtbereich ist Torf eben momentan noch das Substrat, das eben zu 80% verwendet wird. Da kann man kurzfristig auch nichts dran ändern, weil Torf eben einen ganzen Haufen Vorteile hat, die nur sehr schwer zu substituieren sind. Wir wissen ja jetzt schon, Torf ist ein sehr, sehr nährstoffarmes Produkt. Das heißt, man könnte meinen, wozu ist denn das in Pflanzenaufzuchtmittel drin? Da sind doch gar keine Nährstoffe drin. Eben. Und genau das ist der Knackpunkt, weil Torf an sich hat ein unglaublich tolles Speichervermögen für so ziemlich alles. Ja, der speichert das 200-fache des Eigengewichts an Wasser, also theoretisch, ne? Also jedenfalls sehr, sehr viel Wasser. Und er speichert eben auch sämtliche anderen chemischen Bestandteile, die du da reinkippst. Das heißt, wenn deine Nutzpflanze ein Kaliumgehalt von 50 Milligramm pro Tonne Boden oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was das für Angaben, was man da genau vermengen braucht, dafür bin ich dann nicht Gärtner genug. Aber nehmen wir mal an, die bräuchte so viel. Dann kannst du genau so viel, und zwar kein Gramm mehr oder kein Milligramm mehr oder kein Milligramm weniger, exakt deinem Torf beifügen. Ja?
Beispiel, nimmst du stattdessen Kompost, also wirklich aus deinem heimischen Komposter, wo du deine ganzen Gartenabfälle, Speisereste möglicherweise und so weiter reinschmeißt und schön das Ganze kompostieren lässt und kriegst am Ende einen ganz tollen Kompost raus. Der ist im Vergleich zu Torf deswegen schwierig, weil A, weißt du nie, welchen Nährstoffgehalt der genau hat und B, ist der meistens viel zu hoch für manche anspruchsvolle Kulturpflanze, beziehungsweise von manchen Sachen ist zu viel drin, von anderen Sachen ist wieder zu wenig drin und das kann man mit Torf eben exakt steuern. Man hat quasi eine Rohsubstanz mit Null und die einzelnen Stoffe in Form von chemischem Dünger, ja, letztendlich aus der Düngerindustrie, die kannst du wirklich mit der Pipette mehr oder weniger minutiös genauso viel zugeben, wie du für deine Situation, in der du gerade irgendeine Pflanze anziehen möchtest, eben brauchst. Oder wie viel sie dann später von dem Nährstoff haben soll. Soll sie viel Früchte tragen, soll sie wenig, dafür dicke Früchte tragen und sowas. Das lässt sich alles in diese Richtung so ein kleines bisschen steuern und beeinflussen. Und daher ist Torf, was das angeht, einfach ungeschlagen und der bestmöglichste Krempel, den man da verwenden kann. Ja? Und das lässt sich eben einfach nicht so schnell substituieren. Das Einzige, was noch ein bisschen vergleichbar gut wie Torf wäre, aber auch da ist die Qualität eben stark schwankend und daher hat man auch nicht so immer das gleiche Ergebnis, wäre zum Beispiel Kokosfaser. Also du kannst wirklich aus Kokosnussfaser die äußere Hülle, das im größeren Stil klein häckseln zu so einem Kokosfaserballenzeug und das kannst du dann schön auseinanderfriemeln und dann wie Torf in Form von einem Torfballen entsprechend verwenden. So, doof nur, das Zeug kannst du nur kriegen, indem du es halt von da importierst, wo die Kokospalme auch steht. Und damit ist die Klimabilanz von Kokosprodukten relativ beschissen. Um das nochmal deutlich zu sagen. Und jetzt kann man zwar nicht sagen, dass die noch schlechter wäre, als Torf abzubauen, insbesondere wenn man vorher einen Moor dafür trockenlegen musste. Also die Gesamtklimabilanz von Torf in der Pflanzenzucht zum Beispiel, die ist katastrophal. Aber es gibt, wie gesagt, eben nicht wirklich eine Alternative. Rindenmulch wurde dann noch überlegt, ob man denn nicht vielleicht Rindenmulch nehmen könnte. Aber bei Rindenmulch haben wir jetzt auch wieder mehrere Probleme. Erstens, das Zeug ist mengenmäßig auch nicht unbegrenzt verfügbar. Liegt daran, dass um Rindenmulch ein gewisser Krieg herrscht. Wer kann wie viel Rindenmulch jeweils haben und wie viel Rindenmulch sollte im Wald zurückbleiben? Im Idealfall nämlich alles. Wenn man nämlich jetzt zum Beispiel aus der Forstwirtschaft Rindenmulch gewinnt, dann ist das eben genau der nährstoffreichste Teil des Baums, der gerade gefällt worden ist. Und wenn der im Wald bleiben wollen würde, beziehungsweise ja, der will da bestimmt bleiben, dann haben wir eben einen Großteil der Nährstoffe, die wir ansonsten mit der Holzernte entnehmen würden, direkt wieder zurück in den Wald geführt. Das wäre also sehr, sehr wichtig für eine langfristige, weitere nachhaltige Waldnutzung, dass wir da auch keinen Rindenmulch bzw. keine Rinde entsprechend entnehmen. So, das heißt, es bleibt eigentlich nur noch nachhaltig nutzbar Rinde, die irgendwie aus dem Garten Grünholzschnitt und ähnlichen Krempel anfällt. Und das ist nur noch eine sehr geringe Menge. Und die jetzt wirklich in größeren Stil als Torfersatz zu verwenden, ist nahezu unmöglich, insbesondere da Torf in beliebig riesigen Mengen aus Osteuropa. Ja, wir haben inzwischen mehr oder weniger aufgehört, Torf abzubauen. Wir importieren den jetzt. Ist viel besser. Problem sieht man jetzt nicht mehr. Ja, also viel, viel besser. Und eben mit dem importierten Torf, der ist wirklich extrem günstig zu haben. Man sieht es ja am Beispiel Blumenerde, das ist eben die Torfnutzung für den kleinen Verbraucher, mal abgesehen von eben dieser Hochwert. Torfnutzung ist Blumenerde das große Thema. Und ein Sack Blumenerde, die aus 80% Torf besteht, wo man dann einfach mit dem Chemiebaukasten in Anführungszeichen noch genau die Nährstoffe reingepackt hat, die man für eine hochwertige Blumenerde, die ist dann schon nährstoffreich, ne? Da ist alles drin, was die Pflanze so braucht, das wächst prima, braucht, das, das Zeug kostet dann 2 Euro oder was, der 80 Liter Sack, wenn er gerade im Angebot ist. Was die normale Blumenerde gerade so kostet, ich weiß nur, dass man für Bio-Blumenerde, die im Grunde dann aus Kompost besteht oder aus Seevogel-Guano, also auf gut Deutsch Vogelscheiße, die man von der Klippe gekratzt hat,
Das Zeug kostet gut 8 Euro für so einen 80-Liter-Sack, sowas um den Dreh. Da ist dann allerdings auch wiederum so viel Nährstoff drin, dass man das ganz gut recyceln kann und man Blumenerde mehrfach verwenden kann. Aber diesbezüglich kennt sich meine Frau besser aus als ich. Ich bin eben immer noch nicht der Gärtner, sondern der Förster. Und ja, dementsprechend ist das gar nicht so einfach, beziehungsweise überhaupt nicht nachhaltig, wenn man Torf für solche Produkte verwendet. Auch wenn er heutzutage eben in fast allen Ländern der Welt zum Heizen keine große Rolle mehr spielt. Abgesehen, ja, ich bringe den Spruch noch ein paar Mal, für den Scotch eben entsprechend. So, Problem, Hauptproblem der ganzen Torfnutzungsgeschichte ist, wie kommt man an den Torf ran? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder der sogenannte bäuerliche Torfstich, der wurde lange Zeit inklusive teilweise sogar auch noch von meinem Vater. Andere Zeit, anderes Wissen, würde man heutzutage sicherlich nicht mehr so machen, aber mein Vater war ja auch Moor- und Torforscher, wurde der noch als ganz sinnvoll erachtet und in manchen Fällen auch die Biodiversität anreichernd angesehen. Das stimmt auch, das ist er, aber trotzdem ist es halt eben keine nachhaltige Nutzung, weil die Menge, die da entnommen wird, immer noch zu groß ist. Beziehungsweise, was man natürlich machen kann, wenn man das jetzt wirklich nachhaltig machen möchte, so einen kleinen bäuerlichen in Anführungszeichen Torfstich. Man sagt, man hat, keine Ahnung, 10.000 Hektar Moor und das Ding wächst pro Jahr einen Millimeter. Das wäre dann also auf 10.000 Hektar pro Hektar jeweils ein Millimeter. Da kommt dann schon eine gewisse Menge zusammen und dann könnte man zum Beispiel sagen, ich müsste das jetzt genau ausrechnen, aber pro ja, kann man so ungefähr 100 Quadratmeter, ne, so in etwa, von diesem Torf tatsächlich nutzen. Und zwar auch bis in die Tiefe. Dass man also sagt, man macht einfach, wenn das Moor so und so schnell wächst, dann regeneriert sich auch die Fläche so und so schnell. Und drum nimmt man den kompletten Torf an dieser Stelle weg, macht hinterher das Loch quasi mit, ja, das Loch wird sich mit Wasser füllen, das Torfmoos wird sich wieder ansiedeln, solange man nicht für eine Entwässerung des Gesamtmoors gesorgt hat. Hat man nur ein kleines Loch im Moor. Ja, wie gesagt, das gibt einen See kurzfristig, eine Pfütze, einen Teich, wie auch immer man das nennen möchte. Und da drin wächst jetzt langsam wieder das Torfmoos zusammen, beziehungsweise das Ganze verlandet wieder. Das Torfmoos wächst langsam nach unten und baut dann langsam sein Polsterchen nach oben wieder auf. Also das geht schon irgendwo bis zu einem gewissen Teil. Das heißt also eben in Ländern, in denen man noch auf Torf als Heizmaterial angewiesen ist, wo eben die Bedingungen sehr arm sind, kann eine nachhaltige Torfnutzung bis zu einem gewissen Grad irgendwo stattfinden. Ist das notwendig? Sicherlich nicht unbedingt. Da gäbe es eben nochmal bessere Alternativen. Daher sind jetzt die meisten Moor- und Torfkundler inzwischen der Meinung, dass zumindest jetzt mal für reiche Länder, die es sich leisten können, eine Torfnutzung nicht mehr in Frage kommt. Ja, wie gesagt, man importiert es aus sonst wo. Mögliche Alternativen zum Torf hatte ich genannt. Problem eben mit der Torfnutzung ist, dass damit einhergeht immer eine gewisse Entwässerung des Moores, weil du kannst keinen Torf dann stechen, wenn obendrauf noch ein Meter Wasser steht. Vorsichtig ausgedrückt, beziehungsweise du kommst auch an den Torfkörper nicht ran, solange da obendrauf eben noch ein vitales Polster mit lebendem Torfmoos entsprechend drauf liegt. Und das führt wiederum dazu, dass ohne eine kleinflächige Entwässerung des Moores auch ein bäuerlicher Torfstich nicht möglich ist. Und wenn man das Moor entwässert, ist es kaputt. Warum? Ja, das müssen wir jetzt auch nochmal klären. Warum ist denn Entwässerung der Tod des Moores? Naja, ganz einfach, das hatten wir ja schon relativ weit am Anfang erklärt. Das Moor ist im Grunde, also der Torf ist ein riesiger Schwamm, der nach oben langsam sich immer mehr aufbaut und dann eben das Wasser in sich drin hält. Dadurch, dass das Ding nur aus Regenwasser besteht, quasi der Wasservorrat, und der Kontakt zum Boden, wie wir hinten in den Waldbeispielen bereits gesehen haben, abgebrochen ist, ist die einzige Nährstoffzufuhr in dieses System Hochmoor jetzt wirklich das bisschen, was im Regenwasser drin steckt an Nährstoffen. Und das sind eben nicht sehr viele und das führt dazu, dass das Hochmoor immer ein sehr nährstoffarmer Lebensraum ist, auch sehr empfindlich, wenn man da nämlich zusätzliche Nährstoffe reinkippen würde, was hoffentlich niemand im größeren Stil vorhat, was allerdings trotzdem passiert durch globale anthropogene Stickstoffdüngung. Wir düngen quasi den gesamten Planeten einfach dadurch, dass wir die Landwirtschaft etwas überdüngt haben. Der Fehler ist übrigens auch schon längst passiert, da kann man keinen aktuellen Landwirt
es sei denn, er macht das schon seit 80 Jahren, aber dann wusste das vorher nicht, für verantwortlich machen. Also das soll jetzt nicht zum Bauernbashing führen, wie es so schön heißt, sondern einfach nur der Hinweis, der Schaden ist angerichtet. Die Moore haben inzwischen eine gewisse Menge von Dünger abbekommen. Das kann man hier eben unter anderem auch daran sehen, dass wir direkt um den Moosee drumherum, also das zentralste, den zentralsten Bereich des Moores, bereits eben recht hohe Wälder anstehen haben. Das ist auch nur dadurch möglich, dass A, Entwässerung und B, zusätzlicher Nährstoffeintrag wahrscheinlich eben über die anthropogene Stickstoffgeschichte passiert ist. Und die Holznutzung, die da eben durchgeführt worden ist, dabei wird auch noch einiges an Nährstoffen zusätzlich eingebracht worden sein, aus Versehen. Im Grunde bringt jeder, der durchs Moor läuft und noch irgendwelchen Dreck an den Schuhen kleben hat, ein bisschen Nährstoff ins Moor. Das macht dann auch natürlicherweise ein Elch oder ein Hirsch oder so, also bei uns jetzt kein Elch, in anderen Teilen der Welt ein Elch. Das passiert schon in gewissem Umfang, auch eine Ente, die noch irgendwelchen Dreck im Gefieder kleben hat und da dann landet, bringt auch ein gewisses Maß an Nährstoff ins Moor. Aber das sind Kleinstmengen, das macht auf die Dauer nicht viel aus. Der globale anthropogene Stickstoffverteiler, der macht hingegen schon inzwischen einen gewissen Einfluss. So. Hat man jetzt also zur Nutzung des Moores, sei es zur weiteren Anbau von, ja, zur Nutzung von mehr Anbaufläche für Wald oder zur landwirtschaftlichen Nutzung, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Viele Moore sind auch sogenannte Niedermoore, das heißt, die sind eine Kombi aus, da bildet sich langsam ein Torfkörper, der hat aber noch einen Grundwassereinfluss. Das ist also ein flacher Torfkörper. Das finden wir ganz oft in Landschaften, die zum Beispiel Moos heißen. Gibt es in Bayern sehr viele. Erdinger Moos, Freisinger Moos, Echinger Moos, was weiß ich. Also im Übergang von Oberbayern zu Niederbayern, da befindet sich gerade so eine Stelle, wo sämtliche dieser Moos sind, die gibt es auch ganz woanders in Deutschland auch noch jede Menge solche Moos und andere Namen, je nachdem in welcher Region man sich befindet. Landschaften, die eben so leicht moorig sind, Niedermoorcharakter haben. Und wenn man die entwässert, dann kann man dann wunderbaren Ackerboden draus machen. Insbesondere weil ja dadurch, dass da relativ viel Torf akkumuliert ist, dieser Ackerboden erstmal auch die Nährstoffe, die man dann zusätzlich drauf düngt, also Gülle, Jauche, irgendwie sowas, wunderbar aufnimmt und das ganz tolle Ackerboden eine Zeit lang. Danach ist er immer noch gut. Und damit der auch schöner was Ackerboden bleibt, muss man auch da eben entsprechend wieder entwässern, weil solange das Ganze alles nass bleibt, ist es eben kein guter Ackerboden. Ja? Also dann haben wir jetzt die drei, ich nenne sie nochmal schnell, die drei Gründe für Entwässerung von Mooren. Erstens, man möchte gerne Landwirtschaft betreiben. Zweitens, man möchte gerne Forstwirtschaft betreiben. Drittens, man möchte gerne an den Torf, sofern es sich um Hochmoortorf handelt. In jedem Fall ein entwässertes Moor, da hört der Prozess auf, der bisher im Moor zur Torfanreicherung geführt hat. Und das bedeutet stattdessen, der Torf wird langsam abgebaut. So, und woraus besteht jetzt so ein Torf? Ja, ich habe jetzt doch nochmal nachgelesen. Das war jetzt nicht ganz korrekt, was ich da ursprünglich erzählt habe. Ja, Torf ist so etwa im krassesten Fall 60% Kohlenstoffanteil, 33% Sauerstoff, sowas um den Dreh, 6% Wasserstoff. Das ergibt im Fall von 60% Kohlenstoff 99%. Was ist der Rest? Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich Stickstoff. Ganz winzige, verschwindend geringe Mengen von Kalium, Calcium, Magnesium wird da auch noch drin sein, aber wirklich nur noch in Spuren und ja, alle möglichen anderen seltenen Bodenbestandteile oder seltene Regenbestandteile vor allen Dingen dürfen wir im Torf dann auch noch erwarten, aber wirklich nur in Spuren. Und das ist eben genau das Zeug, was dann eben für entsprechende CO2-Emissionen in die Atmosphäre verantwortlich ist. Aber sobald man sie genutzt hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die auch mikrobiell abgebaut wird. Und mikrobieller Abbau bedeutet, das CO2 wird frei und landet eben entsprechend in der Atmosphäre. So, und das ist eine Hausnummer. Jetzt könnte man meinen, ja, so viel wird das doch nicht sein global. Und da muss ich schlicht und ergreifend sagen, doch. Ja, das, was die Moore, mal abgesehen, ja, die Moore, die genutzt werden, das sind nur ein kleiner Anteil der global vorhandenen Moore. Was die im Jahr an CO2 abgeben, entspricht zweimal dem globalen Flugverkehr.
Ja, also das ist unglaublich viel, das muss man sich klar machen, weil eben auch es vorkommen kann, je nachdem in welchem Moor und in welcher Klimazone man jetzt gerade Torfnutzung betreibt, dass im Moor eben auch noch Methan gebunden ist. Und das ist ja nun ein zigfach schlimmeres Treibhausgas als CO2. Und das führt dann wiederum dazu, dass sobald das Methan erstmal aus dem Moor entweicht, eben wir ganz schnell ganz andere Probleme kriegen. Also zu der Sache mit dem Methan müssen wir jetzt noch einen kleinen Exkurs machen. Grundsätzlich findet der Abbau von Biomasse im Moor ja nur sehr langsam statt. Wenn er aber stattfindet, dann findet er plus minus eben im wassergetränkten Lebensraum statt, und das führt dazu, dass da Sauerstoff fehlt. Und das heißt, eine normale Atmung, Zellatmung, die von den meisten Mikroorganismen betrieben wird, um organische Substanz zu zersetzen, ist da nicht möglich, weil die braucht halt nun mal Sauerstoff. Man spricht da auch von der aeroben Atmung, also unter Sauerstoff. So, und jetzt gibt es noch eine anaerobe, nicht wirklich Atmung, sondern das ist dann erheblich ineffizienter und da kommen auch erheblich weniger schöne Dinge bei rum, nämlich eine Gärung. Also unter anaeroben Bedingungen ist eine Atmung eigentlich nicht möglich. So, und bei Gärung kann jetzt unter anderem Lachgas und Methan entstehen und beides sind sehr, sehr schlimme, viel schlimmere Treibhausgase, als das eben bei CO2 der Fall ist. Zum Beispiel Methan spielt jetzt mengenmäßig die größere Rolle, ist 21 mal so stark wie ein CO2. Also pro Methan könnten wir alternativ 21 CO2s ausstoßen. Drum, wenn irgendwo von CO2-Ausstoß die Rede ist, dann meint man eigentlich den CO2-Äquivalent Ausstoß. Heißt, wenn irgendwo Methan ausgestoßen wird, dann sagt man nicht, hier wurde ein Methan ausgestoßen, sondern man gibt das als quasi 21 CO2-Äquivalent an. Ja, nur damit wir da mal drüber gesprochen haben. So. So ein Moor, dadurch, dass da eben immer diese aeroben Abbauprozesse ein Stück weit stattfinden, gast immer im natürlichen Zustand eine gewisse Menge von Methan aus. Die ist aber sehr gering, weil ein Moor ja auch nur sehr langsam wächst und alle Stoffwechselprozesse sehr langsam stattfinden. Gleichzeitig speichert ein Moor ja aber auch CO2 durch das zusätzliche Torfwachstum. Und das hält sich jetzt durchschnittlich so ganz grob meistens ungefähr die Waage. Wächst ein Moor schnell, dann speichert es mehr CO2, als es CO2-Äquivalent abgibt. Wächst ein Moor nur langsam oder wird es langsam zerstört, nimmt der Torfvorrat ab, nimmt der Abbau des Moores ab, dann gibt es in jedem Fall mehr CO2-Äquivalent an die Umgebung, aber das ist gleichzeitig speichert. So, jetzt ist wichtig für die Methanfreisetzung per se, wenn du ein Moor entwässert hast, ja, und jetzt ist das Wasser erstmal weg, dann fällt ja in dem Moor jetzt normale Biomasse an, die dann nicht direkt im Wasser landet, im sehr sauren Wasser, und bei der dann auch ein gewisser Abbauprozess bereits einsetzt. Und jetzt gehst du hin und wieder vernässt das Moor. Ja, also du bringst das Wasser zurück und im Moor liegt jetzt aber ein Haufen Zeug, das bereits angefangen hat, aerob abgebaut zu werden, also mit Sauerstoff. Ja, und dieses ganze Zeug hat jetzt plötzlich keinen Sauerstoff mehr und dann schalten die Mikroorganismen, die daran beteiligt sind, am Abbau direkt auf Gärung um und vergären dann das, was da ist. Das heißt, wir haben nach der Wiedervernässung eines Moores typischerweise erstmal eine Zeit lang, ein paar Jährchen, einen hohen Methanausgasungsanteil, Methan und Lachgas. Das ist also erstmal fürs Klima eine kurzzeitig eine Katastrophe, danach wird es wieder besser. Ja, man kann das, beziehungsweise besser bis hin zu neutral, bis hin zu positiv für die CO2-Bilanz. Also das kann man schon ganz vorsichtig, abgesehen davon, dass Moore einfach unglaublich wichtige Ökosysteme sind und nicht wieder vernässen ja auch zu ganz viel CO2-Emissionen führt. Aber das kann in seltenen Ausnahmefällen mal ein Argument sein, weshalb man sagt, wir wollen hier gar nicht zurück zum Naturmoor und wieder vernässen und die Natur einfach wieder machen lassen, wie sie bisher macht, sondern wir wollen zwar auch irgendwo wieder vernässen, aber gleichzeitig noch eine Nutzung der Fläche haben. Das kann man zum Beispiel als Argument für sowas dann heranziehen. Ja, aber die Methan-Debatte, ich wollte das einfach nur mal angesprochen haben, grob spielt es eigentlich keine große Rolle, weil sie es ja bald wieder ausgleicht mit der Methanemission. Aber es ist halt ein Detail, was ich euch nicht verschweigen wollte.
Und jetzt, warum Renaturierung der Moore? Naja, ganz einfach, weil Moorrenaturierung halt irgendwo Klimaschutz ist. Und außerdem sind, wie wir hoffentlich heute schon gesehen haben, Moore wunderschön und ganz tolle Ökosysteme, die einfach geschützt gehören, einfach weil sie so toll sind. Punkt. Ich finde, da braucht man gar nicht mehr viele weitere Argumente. Es reicht aus meiner Sicht vollkommen aus, zu sagen, die sind toll. Ende. Ja, aber gut, wenn man weitere Argumente haben möchte, dann wäre eben Klimaschutz das Thema. Und dann das dritte Thema wäre halt, eine Moornutzung kann fast nicht nachhaltig betrieben werden. Und da für die Zukunft nur noch eine nachhaltige Ressourcennutzung wirklich in Frage kommt, ist es langsam Zeit, mit der Torfnutzung entsprechend aufzuhören. So, wie renaturiert man jetzt ein Moor? Das ist jetzt der Knackpunkt und damit können wir zu dem Thema zurückkommen, mit dem wir aufgehört haben, als ich noch nicht hier auf der Bank saß, nämlich im konkreten Beispiel, was ist hier das Problem? Dieses Moor hier soll renaturiert werden und zwar indem man die Abflussgräben wieder verschließt. So. Das ist im Grunde eigentlich auch schon simplerweise der Hauptteil der Arbeit, der zur Renaturierung von Mooren zu tun ist. Sobald du die Ursache, weshalb da kein Wasser mehr gespeichert wird, beziehungsweise es kein supernasser Lebensraum mehr ist, in dem Torfmoose wachsen können und dann langsam ihren Torfkörper hochkloppen, sobald du die Ursache dafür, dass das nicht mehr so ist, beseitigst, sollte, sofern inzwischen nicht die Niederschlagsverhältnisse ganz andere geworden sind in der entsprechenden Region, der Wasserstand im Moorgebiet wieder ansteigen, das Moor also wieder vernässt werden und dann dauert es eine Weile, aber dann setzt die Torfbildung auch wieder ein. Es sind noch genügend Torfmoose meistens in den meisten kaputten Mooren immer noch auch vorhanden, um sich wieder zu vermehren, um unter den nun wieder torfbildenden Bedingungen relativ schnell wachsen zu können und in 1000 Jahren haben wir auch schon wieder einen Meter Torf. Ja, ist doch eine gute Nachricht. 1000 Jahre ist relativ kurz. Ja, also es ist natürlich noch ein längerer Zeitraum als in den meisten Waldbeispielen. Oh, was ich noch vergessen habe. Moore global, die Menge der Moore speichert doppelt so viel CO2 wie sämtlicher globaler Wald. Das muss man auch noch mal klar machen. Also wenn man, um das CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszukriegen, erstmal Wald als Lösung in Frage kommt, ja, das ist ja auch so und das will ich auch gar nicht bestreiten, dann muss man sich klar machen, doppelt so effizient ist Moorschutz. Ja. Natürlich hat das Moor jetzt eine deutlich geringere Zuwachsrate. Das heißt, wenn du Moorschutz betreibst, dann bedeutet das nicht, dass die jetzt super schnell wachsen und pro Jahr zig Tonnen CO2 speichern. Also schon zig Tonnen, aber auch wirklich nur zig Tonnen, nicht zig Gigatonnen. Also vielleicht auch 1, 2, 3, 4, 5 Gigatonnen, keine Ahnung. Aber verglichen mit dem, was ein Wald potenziell an Geschwindigkeit des Wachstums leisten kann, da liegt das Moor schon deutlich weit dahinter. Aber die Menge des noch da drin gespeicherten CO2, die ist halt bei weitem größer. So, also wir machen unser Moor wieder nass. Wie machen wir unser Moor wieder nass? Das ist die nächste Frage. Naja, wie haben wir es denn trocken gekriegt? Indem wir Gräben durchgezogen haben, Entwässerungsgräben. Und wie machen wir es jetzt wieder nass? Ja, indem wir die Gräben wieder zumachen. Gegebenenfalls muss man, je nachdem, auch einen Damm bauen, wenn sich die Situation ganz schlimm darstellt. Manchmal vernässt sich ein Moor mit der Zeit, nach erfolgter Torfnutzung, nach erfolgter Degradierung des Torfkörpers, ja, der sich ja langsam abbaut. Auch wenn man ihn nicht komplett genutzt hat, dann baut er sich ja trotzdem ab, weil ja die torfbildenden Bedingungen langsam wieder vorbei sind, dadurch, dass das Wasser fehlt, dann kann es auch passieren, dass ein Torf ist ja ein Hügel, das Hochmoor. Ja, und wenn der Hügel jetzt abnimmt, dann kann es passieren, dass dann quasi die Erdoberfläche, ja, die sinkt einfach ab. Und befindet man sich jetzt zum Beispiel an der Küste von einem großen See, einem Binnenmeer oder tatsächlich einem Meer, dann reicht das schon aus, dass dann durch das Absinken man den Grundwasserspiegel einfach erreicht und dann wird es automatisch wieder nass. Dann entsteht aber erstmal nur ein Niedermoor, aber aus der Tatsache, dass ich jetzt ein Niedermoor wieder bilden kann, also unter Einfluss des Grundwassers, kann ja dann trotzdem aus dem Niedermoor langsam wieder dieser Hochmoortorfschwamm hochwachsen und einfach das Wasser aus dem Grund langsam hochziehen. Sofern, das ist jetzt der Kasus Knackus, auch noch genug Niederschlag da ist, genug Regenniederschlag.
Und drum wird das in den meisten Fällen nicht reichen, einfach zu hoffen, dass, okay, jetzt haben wir den Torf genutzt, jetzt wächst das Moor von alleine irgendwann wieder zu. Für ein Niedermoor mag das funktionieren, für ein Hochmoor in den seltensten Fällen, weil eben, wie gesagt, da muss regelmäßig, wo kommt denn das Wasser her, was das Moor aufbaut? Ja, aus dem Regen. Hochmoor immer auch ist gleich Regenmoor. Und das wiederum führt dazu, wenn der Regen ausbleibt durch Klimaveränderungen, dann ist auch mit dem Moor an der Stelle vorbei. Aber wenn der Regen ausbleibt durch Klimaveränderungen, dann hilft, ja, theoretisch könnte man wirklich noch einen riesigen Damm ums ganze Moorgebiet bauen, dass mit weniger Regen trotzdem kaum Wasserabfluss stattfindet, weil halt ein riesiger Damm drumherum ist. Das hätte allerdings dann wieder zur Folge massive Eingriffe in den Naturhaushalt, massive Eingriffe in die Landschaft. Kann man machen, ist aber Terraforming, ist von vielen Leuten nicht so gerne angesehen. So gut angesehen, sage ich jetzt mal. Und deshalb in vielen Fällen muss man gucken, reicht es, die Entwässerungsgräben wieder zuzukippen? Reicht es, die Hauptursache dafür, dass das Moor entwässert worden ist, zu beseitigen, dass es dann wieder sich von alleine wieder vernässt? Die ursprünglichen Bedingungen, die meisten Moorentwässerungen haben in den letzten 200 Jahren irgendwo stattgefunden. Irgendwo in diesem Zeitraum. Die allerletzten noch so ein bisschen vor dem Krieg, teilweise auch nach dem Krieg, kurz nach dem Krieg, weil man dann noch Torf gebraucht hat in der Wiederaufbauzeit, weil man im Winter gefroren hat. Aber da gab es noch ein paar kleine Torfstiche. Aber die meisten Sachen sind sowas roundabout 150, 100 Jahre alt. Sowas um den Dreh. Ja? Und jetzt die Dinger wieder zuzuschütten, das ist nicht lange. 100 Jahre ist für ein Ökosystem, das sich so langsam entwickelt wie ein Hochmoor, wirklich nicht allzu lange. Das kann in vielen Fällen eben schon ausreichen, dass dann der ursprüngliche Charakter des Moores, auch wenn nicht allzu viel Torf genutzt worden ist, wenn doch sehr viel Torf genutzt worden ist, dann wird es wieder schwieriger. Ja? Aber dann ist doch der ursprüngliche Charakter des Moores recht schnell wieder herzustellen. So. Und hier in unserem konkreten Beispiel Kaltenbronnmoor, wenn du hier die Gräben zuschüttest, dann gibt es hier überhaupt kein Problem mehr. Tatsächlich hat sich nämlich das Niederschlagsverhalten relativ wenig beeinflussen lassen vom Klimawandel bisher. Hier ist nach wie vor ein ziemlich feuchtes Fleckchen, hier regnet es immer noch sehr regelmäßig. Tendenziell kann man ja auch ungefähr sagen, dass nasse Standorte vielleicht noch einen Ticken nasser werden, gilt zumindest für Deutschland. Und nur ganz, ganz grob kann kleinstandörtlich durchaus noch mal ganz anders aussehen. Aber grob kann man sagen, tendenziell werden nasse Standorte nasser und trockene Standorte trockener. Das heißt, da Moore immer traditionell erstmal nasser Standort gewesen sind, ist die Chance, dass jetzt durch den Klimawandel die ehemaligen Moorstandorte jetzt völlig austrocknen, die ist eher gering. Ist nicht völlig unmöglich, ganz im Gegenteil, kann auch passieren. Aber derzeit dürfen wir da vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben, dass das nicht passieren wird. Und das ist hier halt eben auch der Fall im konkreten Beispiel Kaltenbronnmoor, dass hier eigentlich nicht mit einer starken Niederschlagsrückgang im Zuge des Klimawandels zu rechnen wäre. Vielleicht verändert sich die Verteilung der Niederschläge. Im Sommer wird auf jeden Fall die Verdunstung im Moor auch zunehmen. Und das, letzteres, das könnte dann ein ausschlaggebender Grund sein, weshalb man vielleicht auch in diesem Moor, das trotz Entwässerungsmaßnahmen weiterhin überlebt hat, weiterhin intakt ist und wächst. Stand heute, das Moor hat nie aufgehört zu wachsen. Ja, also es ist immer ein Wachstumsprozess nachweisbar, das kann man an den Torfmoosen ganz wunderbar erkennen. Und drum kann man sich hier jetzt im konkreten Fall wirklich kloppen, ist denn hier eine Wiedervernässungsmaßnahme bzw. ein Zustopfen der Gräben überhaupt notwendig? Weil, wie stopft man denn so einen Graben zu? Geht man da einfach hin und schmeißt drei Sandsäcke rein? Nee, das wird ja einfach drum rumfließen, das ist nicht dicht. Die naturnäheste Methode, sage ich jetzt mal, um Moor wieder zu vernässen und solche Gräben zuzukriegen, ist, man hat ganz viele billige, nämlich freiwillige Arbeiter, zum Beispiel das Bergwaldprojekt macht das so, und besorgt sich ein paar Holzplanken, ein paar Holzbretter und ganz viele Schaufeln und buddelt da im Grunde hölzerne Schleusentore in, also hölzerne Sperrwerke, Holz als Basis, dann noch jede Menge Zeug drumherum, Material drumherum und so weiter, buddelt man in die Gräben rein, baut man da massiv ein. Das ist eine Schweinearbeit, die ganz viele Leute ganz viel Zeit für benötigen und das kann keine Sau, wenn das wirklich jemand bezahlen müsste, dann kann das keine Sau bezahlen. Ja? Das ist zwar die beste, weil schonendste für das Moor und die Landschaft, schonendste Verfahrensweise, aber teuer.
Ja, das heißt, wenn man das im großen Stil machen möchte, und es gibt viele Moore, die renaturiert werden müssen, dann braucht man irgendwas, was ein bisschen weniger schonend, dafür aber pro Flächeneinheit und pro Schleusentor, also nicht Schleuse, Verstopfungstor, ja, da soll ja nichts durchgehen, eine Schleuse hat ja noch einen gewissen Durchlass, pro Verstopfungstor recht günstige Methode. Und damit die günstig ist, haben sich ein paar schlaue Leute, das ist wohl auch wirklich so und sicher irgendwo zu begründen, aber es fühlt sich erstmal sehr falsch an, haben sich einfallen lassen, naja, wenn wir Holz nehmen, das ist die nächsten 50 Jahre dicht. Und dann müssen wir nochmal hin und nochmal Holz dahin klatschen. Vielleicht hält es auch 75 Jahre oder wie lange auch immer, aber es hält nicht ewig. Drum, was hält denn ewig? Nichts außer einer Sache auf der Welt, nämlich Plastik. Genau, also machen wir Plexiglas-Tore in die Moorentwässerungsgräben. Oder Plexiglas jetzt nicht, irgendein Kunststoff halt. Und das soll dann ewig halten, weil, wie gesagt, Kunststoff hält ewig. Ja? Und man ist da jetzt am Tüfteln, dass man einen findet, der auch mikroplastikfrei ist, wo dann eben auch keine Folgeerscheinungen der ganzen Geschichte entstehen können, etc. pp. Und das soll zum Beispiel hier passieren. Hier will man wirklich die Abflussgräben mit Plastikdeckeln im Grunde zumachen. Das gefällt nicht jedem. So, damit sind wir nämlich jetzt beim konkreten Beispiel Konflikt um die Moorrenaturierung. Dazu muss ich noch unbedingt, bevor wir den genauer durchkauen, auch erwähnen, in, ich sag mal, 90% der Fälle ist eine Moorrenaturierung eine gute Idee und ohne jeden Zweifel alle Millionen, die das kostet, wert. Ja? Punkt. In seltenen Fällen kann man sich überlegen, ob es wirklich unbedingt sein muss. Und das hier ist einer. Ja, weil der örtliche Moorexperte für sämtliche Moore des Schwarzwalds, mindestens mal des Nordschwarzwalds, im Südschwarzwald ist er auch oft genug, Dr. Adam Hölzer, der ist inzwischen auch im Ruhestand, aber der hat hier in die Moore, der kennt die Moore hier besser als jeder andere, möchte ich mal behaupten. Jedenfalls meint jetzt der Dr. Hölzer, den ich übrigens auch persönlich kenne, herzlichen Gruß, meint, dass wenn man hier eindeutig nachweisen kann, dass die Entwässerungsgräben doch langsam mit Torfmoos wieder zuwachsen und seit 100 Jahren, seit eben die Entwässerungsmaßnahmen passiert sind, das Moor noch gar nicht aufgehört hat zu wachsen, was man auch am Torfmoos zweifellos nachweisen kann. Du siehst ja, neues Torfmoos pro Jahr. Ist da was dazugekommen? Ist da nichts dazugekommen? Ja, es ist was dazugekommen. Nahezu durchgehend, klar, gibt es mal ein Ausnahmejahr, wo das nicht der Fall ist, wo dann mal die Torfmoosbildung eingeschränkt ist. Zum Beispiel 2018, 19, 20 wird mit Sicherheit hier nicht allzu viel passiert sein, einfach weil ein Moor kann ja auch mal kurzfristig ein, zwei, drei Jahre einfach einen niederen Wasserstand haben, eine hohe Verdunstung haben und dann kann auch mal oberflächlich ein bisschen Torfmoos absterben, einfach durch Vertrocknung. Dadurch ist nicht das komplette Ökosystem gleich kaputt, sondern es macht mal ein paar Jahre Pause. Die Torfbildung ist ein bisschen eingeschränkt. Ja, aber deswegen ist nicht gleich das ganze Ökosystem kaputt. So, und jetzt kommt vielleicht in die ganze Diskussion um die richtigen Messwerte, nämlich jetzt noch der Faktor hinzu, dass diese Messungen vielleicht komischerweise zufällig zwischen 18, 19 und 20 stattgefunden haben. Ja, und da dann bei rumgekommen ist, dass das Moor Wasser verliert, was zweifellos in diesen Jahren hundertprozentig auch der Fall gewesen ist. So, und das ist jetzt eben eine recht berechtigte, finde ich, nur meine Meinung, recht berechtigte Kritik daran, dass man möglicherweise, wenn es das Vegetationsgutachten des größten Moorexperten immer hier in der Ecke haben, das ist er, das darf man schon sagen, das ist er definitiv. Der rennt hier in diesem Moor rum seit dem Krieg. Nein, ganz so alt ist der Herr Hölzer jetzt auch noch nicht. Ist nicht böse gemeint. Ne, im Gegenteil. Das soll ja nur demonstrieren, niemand hat so viel Erfahrung mit diesem Moor und untersucht das so lange hochwissenschaftlich als Moorkundler wie der Herr Hölzer. So, und das wäre ja jetzt eine sehr subjektive Sichtweise des Geschehens und das ist natürlich schlecht und das machen wir deswegen auch nicht. Weil ich kann ja nicht einfach, weil ich den einen Forscher sympathischer finde als den anderen Forscher, dem einen Forscher eher glauben, nur weil persönliche Befindlichkeiten, das wäre blöd. Daher habe ich jetzt einfach mal dem Regierungspräsidium Karlsruhe, die da von Seiten, von staatlicher Seite letztendlich für die Moorrenaturierung zuständig sind, eine Mail geschickt und mal nachgefragt, muss denn das sein? Also grob, ganz stark gekürzt habe ich das gefragt. Und da kam sehr viel Interessantes zurück, um eben zu erklären, warum das sein muss. Und etwas, worauf wir uns sicherlich einigen können, das sage ich aber, glaube ich, nachher auch nochmal vor Ort, ist, dass
in Zukunft bei fortschreitendem Klimawandel wahrscheinlich irgendwann eine entsprechende Maßnahme notwendig sein wird. Und ebenfalls völlig unstrittig ist, dass das Moor massiv viel Drainagemaßnahmen erleiden musste. Das heißt, es gibt mehrere hundert Kilometer tatsächlich an Drainagegräben insgesamt. Da sind große dabei, da sind kleine dabei und man kann also unzweifelhaft nachweisen, dass seit den Drainagemaßnahmen das Moor massiv an Wasser verloren hat in einigen Teilen. Dann wird sehr anschaulich hier dargelegt, dass, also ich will das jetzt nicht alles direkt zitieren, das tut man nicht, ne? Aber dass zum Beispiel das Entwässerungssystem wirklich aus allen möglichen sehr großen Gräben auch besteht. Das Dumme ist, ich kann ja nicht alle Gräben mir angucken. Ich darf ja nicht, und das ist auch gut so, einfach im Moor rumspazieren mit Gummistiefeln und da mir alles die komplette Fläche anschauen, sondern ich sehe ja nur das, was man von den normalen Touristenwegen her sehen kann. Aber es gibt zum Beispiel viele trockengelegte, kleinere und mittlere, teilweise auch sogar große Moorkolke. Das sind so, ja, kleine Mini-Moorseen, wenn man das jetzt mal so vorsichtig formulieren möchte, die eben gar kein Wasser mehr haben. Das ist schon verdächtig, ja, und die sieht man jetzt vom Weg her nicht. Drum habe ich auch gefragt, weil ich eben sehr wohl weiß, dass ich eben nicht alles angucken kann, beziehungsweise darf, und davon abgesehen ja auch gar kein Moorkundler bin. Also das ist so ein wesentlicher Faktor. Dann, was ich tatsächlich bestätigen kann, die Bewaldung als Zeichen relativer Trockenheit ist fortschreitend. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Ich gehe da jetzt seit 20 Jahren spazieren und meine also tatsächlich, das bestätigen zu können. Und gut, seit 20 Jahren habe ich noch kein Fachwissen, aber mit der Bewaldung kenne ich mich aus. Außerdem Vorhandensein von Artenvegetationsbeständen des ausgesprochen nassen Standorte, nur noch kleinflächig im Umfeld der verbliebenen Kolkwasserflächen und grundsätzliche Verarmung der Artendiversität. Das glaube ich ehrlich gesagt gerne. Ich erinnere mich, ich habe auch noch vor, das könnte 5, 6, 7 Jahre her sein, irgendwas um den Dreh, hatte ich auch an manchen Stellen im Moor noch Drosera rotundifolia, also den rundblättrigen Sonnentau, gefunden, der auf enormen Nährstoffmangel angewiesen ist, in Anführungszeichen, eine unserer fleischfressenden Pflanzen. Und den gibt es nicht mehr. Also ich habe den seitdem nie wieder gesehen, jedenfalls nicht an den Stellen, wo ich ihn früher mal entdeckt hatte. Also das ist natürlich jetzt schwierig, auch von subjektiver Erfahrung meinerseits auf die Validität der mir mitgeteilten Dinge zu schließen. Aber es erscheint mir trotzdem schlüssig, ja, weil ich kann halt nicht eigene Untersuchungen durchführen. Dafür fehlt mir A, die Qualifikation und B, was soll's. Ein sehr spannendes Zitat ist der Mail noch beigelegt, das möchte ich gerne weiterleiten und einmal vorlesen. Und zwar ist das aus Schwenkel, vorausgerieben 1941, Veröffentlichung der Württembergischen Landesstelle für Naturschutz, vom Naturschutz in Württemberg. Und da schreibt, besagt, ein Hochmoor kann auf längere Dauer gesehen in seinem heutigen Zustand nicht erhalten werden. Wenn ein Hochmoor, zumal ein auf einem Höhenrücken gelegenes, ein gewisses Stadium erreicht hat, stellt es sein Wachstum ein. Beim Wildseemoor wirken die verschiedenen Entwässerungsgräben dahin, dieses Endstadium zu beschleunigen, so dass heute eigentlich nur noch kleinere Teile in Abteilung Hornmiss und größeren Abteilung Wildseemoor, das sehen wir hier gerade, also das gehört nicht zum Zitat, einen ursprünglichen Charakter besitzen. Immerhin ist es möglich, den heutigen Zustand möglichst lange zu erhalten und vor allem die rasche Verlandung des großen Wildsees aufzuhalten. Dazu ist aber eine Stauung der West- und Ostabflüsse des Wildsees um etwa 20 cm notwendig, wie ich sie 1919 durchgeführt habe. Diese Stauung ist auch allseits aus Sicht des naturschutzbeschäftigten Kreisen als richtig anerkannt worden. Das Forstamt Kaltenbronn hat aber die Stauung bald wieder beseitigen lassen, weil der Touristenweg zwischen den beiden Seen zu nass geworden ist. Infolgedessen ist der See nun rasch verlandet. Ein Vergleich der Abbildungen, die wir nicht haben und so weiter, zeigt das deutlich.
Ja, also das ist schon interessant, dass aus damaliger Zeit eben bereits solche Quellen und solche Feststellungen vorliegen. Jetzt könnte man, wenn man böse sein wollte, natürlich auch sagen, ja gut, aber das Moor ist ja trotzdem noch da. Und ja, das wäre erstens ziemlich böse und zweitens auch ein Argumentationsniveau, auf das ich mich hier nicht unbedingt begeben möchte. Tatsache ist jedenfalls, es waren wirklich einige sehr, sehr gute Argumente in der Mail dabei, die eben für die Notwendigkeit der Renaturierungsmaßnahmen sprechen. Und wenn man jetzt sich hier nochmal klar macht, dass ja früher oder später wahrscheinlich sowieso welche notwendig sind, ja, warum dann jetzt nicht demnächst? Hä? Allerdings konnte ich jetzt auch der Mail nicht ganz entnehmen, dass meine Vermutung, dass Abflusswerte in 18, 19 und 20 besonders hoch sind, weil sie halt überall besonders hoch waren, ganz an den Haaren herbeigezogen ist, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Aber ja, also ich denke, ich belasse es an dieser Stelle einfach so weit. Fachliche Diskussionen für halbfachfremde Leute, das abschließend beurteilen zu können, das maße ich mir ja überhaupt nicht an. Freue mich jedenfalls sehr über die Antwort auf meine Anfrage und dass man mich da auch ernst genommen hat. Und bin jetzt deutlich ruhiger, muss ich sagen, was die Renaturierungspläne zum Kaltenbornmoor anbelangt. So. Damit weiter im Text. Und jetzt möchte ich auch bitte wirklich niemanden auf die Füße treten, der eine Moorrenaturierungsfirma hat. Da kenne ich nämlich auch Leute persönlich. Moorrenaturierung ist, wie gesagt, in 90%, mindestens 90% der Fällen eine ganz, ganz großartige Sache und ganz, ganz toll. Und auch wenn man Plastiktore ins Moor setzt, dadurch bleibt das Moor erhalten. Ja, dann sind da halt Plastiktore. Es sind hoffentlich wirklich welche, die sich nicht innerhalb von kürzester Zeit zu Mikroplastik verabschieden, in Anführungszeichen. Ja. Und damit kann man dann eigentlich immer sehr viel Gutes tun, indem man Moore renaturiert. So, hier, es ist beschlossen, es wird wahrscheinlich gemacht. Es wird dem Moor ein Stück weit nicht schaden. Man muss sich aber auch klar machen, das Einsetzen dieser Plastiktore, Türen, Schleusen, was auch immer, das erfolgt ja auch nicht mittels Elfenzauberstaub, sondern mit auch einem gewissen Gerät, das dann erstmal durchs Moor durchfahren muss, durchs Naturschutzgebiet durchfahren muss, durch die fast inzwischen ziemlich unberührten Wälder und da auch ja, wirklich einen gewissen Schaden anrichten wird. Wenn es stimmt, dass das dem Erhalt des Moores langfristig dient, dann ist es auf jeden Fall die Maßnahme wert. Ja, politische Komponente des Ganzen. Wie schaut es denn aus? Hat die Politik erkannt, dass Moorrenaturierung, wie gesagt, in fast allen Fällen eine richtig, richtig gute Sache ist, die total Sinn macht? Jupp. Das ist tatsächlich relativ bekannt und es gibt inzwischen auch, also mindestens mal von der aktuellen Bundesregierung, auf jeden Fall ein großes Bekenntnis zum Moorschutz. Da haben sie sich drauf geeinigt. Ob sie das dann jetzt so umgesetzt bekommen, das werden wir sehen. Ja. Ich bin jetzt erstmal positiv gestimmt, Grundstimmung, weil es steht zumindest mal so drin. Das stand in der letzten Regierung nirgendwo, daher ist ein es steht mal da, ist immerhin besser als ein es hat noch niemand vor. Ja, vielleicht machen sie es ja trotzdem, obwohl es niemand vorhat. Das ist noch unrealistischer, als dass es durchgesetzt wird, wenn es dann mal zumindest irgendwo steht. Daher finde ich das gut. Ja? Baden-Württemberg ist schon fleißig dabei und die Gelder hier für diese Moorrenaturierung in diesem Moor, die sind teilweise wohl auch schon geflossen. Und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass es hier relativ bald ziemlich zur Sache gehen wird. Daher bin ich ganz froh, dass es jetzt noch inzwischen auch übrigens deutlich ruhiger geworden ist. Es wird langsam dunkel, die Leute hauen ab aus dem Wald. Hey. Aber die haben keinen Lodenmantel, darum kann ich hier ewig hocken und die anderen nicht. Die frieren alle. egal. Und ich habe Whisky. Nein. Liebe Kinder, Alkohol saufen, weil einem kalt ist, ist eine ganz miserable Idee. Daran kann man durchaus auch dann erfrieren, weil man dann zwar mehr Wärme abgibt, aber die auch dann schneller verliert und dementsprechend schneller auskühlt und dann irgendwann auch tot ist. Ja? Also das wäre eine schlechte Idee. Wenn dir kalt ist, nicht Whisky saufen. Im Gegenteil. Besser heißen Tee oder sowas. Ja. So, man kann heißen Whisky. Nein, kann man nicht. Gut, also das nochmal die politische Komponente. Und jetzt würde ich dann im Anschluss noch ein kleines Kurzwissen zum Torf an sich drehen. Mögliche Torfalternativen, warum man auf Torfnutzung verzichten sollte, warum man auf Moornutzung verzichten sollte, haben wir schon geklärt. Ich denke, dann sind wir im Großen und Ganzen mit dem Thema auch durch. Die Details, wie genau jetzt Moorrenaturierungsmaßnahmen stattfinden. Dazu gibt es auch ganz viel Papierkram, aber das weiß ich schlicht und ergreifend nicht.
ich, das kann ich dann auch nicht wirklich beurteilen. Ein Großteil der Handreichung zu wie renaturiert man ein Moor beinhaltet auch schlicht und ergreifend Kommunikation. Ja, dass man den Leuten erstmal erklären muss, warum sie denn hier jetzt bitteschön damit rechnen müssen, dass hier plötzlich die Bagger im Wald unterwegs sind und solche Späße. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil auch ein kaputtes Moor, in Anführungszeichen, wird von vielen Leuten als total tolle Naturlandschaft empfunden. Ist es ja auch irgendwo. Es ist immer noch schön, auch wenn es kaputt ist, insbesondere wenn noch letzte Moorstrukturen erkennbar sind. Ein Vergleich mit einem intakten Moor, ich hoffe, ich habe es mit dem bescheidenen Bildmaterial, was ich euch zeigen konnte, einigermaßen plausibel darstellen können, ist aber eins der schönsten Ökosysteme, die wir hier so haben. Und im Grunde kann ich hier ja den ganzen Tag rumhocken, abgesehen davon, dass mir dann trotz Lodenmantel irgendwann kalt wird. Aber Moorschutz ist schon eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Großflächiger Moorschutz, gerade in den Bundesländern, die eben noch viele davon haben, allen voran im Fall von Deutschland, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, das sind so die moorreichsten Bundesländer, bergige Bundesländer in Anführungszeichen, das ist zum Beispiel unser Baden-Württemberg, wir haben im Grunde nur Bergmoore und auf der Schwäbischen Alb gibt es zum Beispiel meines Wissens kein einziges, weil Karstgestein ja eben niemals das Wasser staut. Ah, das habe ich vergessen zu erwähnen. Damit ein Hochmoor entstehen kann, brauchen wir auch irgendeine Stauschicht im Boden, also irgendein Ausgangsmaterial, auf dem sich das Wasser staut. Ja, wenn das Wasser immer im Boden versickert, dann kann auch kein Hochmoor entstehen. Ja, oder auch kein Niedermoor, geht dann auch nicht. Daher ist das schon nochmal relativ wichtig. Und da Karstgestein, also Kalkgestein, ja immer ziemlich klüftig ist und ziemlich nach unten fließt, weshalb es ja auch Tropfsteinhöhlen gibt, kann das da zum Beispiel gar nicht funktionieren. Oder wenn wir eben einen sehr steilen Hang haben. Oder wenn es nicht viel regnet, dann ist die Verdunstung größer als der Niederschlag. Es kommt zu keiner Wasseranreicherung. Selbst wenn das Wasser sehr gut gespeichert wird, muss mehr Niederschlag als Verdunstung stattfinden. Das heißt, Moore sind auch immer Ökosysteme kalter Lebensräume. Und wenn es da vorher nicht kalt war, dann wird es kalt dadurch, dass ein Moor entstanden ist. Jetzt liegt hier Schnee, habt ihr gesehen, der liegt auch noch außenrum. Aber hier wird er auch noch liegen, wenn außenrum kein Schnee mehr liegt. Weil einfach Moore durch die enorme Menge Wasser ein hervorragender Temperaturspeicher sind. Das heißt, die sind im Sommer irgendwann mal durchaus ziemlich heiß, wenn es dumm läuft. Andererseits, so weit kommt es meistens nicht. Sie sind aber im Winter dann auch durchaus ziemlich kalt, beziehungsweise verlieren die Wärme recht schnell. Und das gibt dann nochmal so eine richtige Kälteinsel, ein Kälteloch in und der umgebenden Landschaft. Was übrigens auch nochmal was Gutes ist, da wir ja eher mit Wärme Probleme kriegen werden als mit Kälte, können wir einzelne kalte Ökosysteme durchaus gut gebrauchen im Gesamtökosystemmix. So, dann habe ich's. Nee, geht noch nicht. Ich muss das Video noch unbedingt auf 1:30 strecken, damit es dann auch Spielfilmlänge hat. Quatsch. Nee, das hier ist ein Zitat aus den Plänen eben zur Renaturierung des Kaltenbronner Moors. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist Regierungspräsidium Baden-Württemberg, irgendwie sowas, ich weiß doch immer nicht, wie diese ganzen Ämter da heißen. Jedenfalls, ich wollte noch mal kurz auf die geplanten wesentlichen Arbeitsschritte hier eingehen und da hatten wir eine Grund- und spätere Vergleichsuntersuchung zur Wirkungskontrolle der Projektmaßnahmen, das ist halt auch sehr wichtig, ja. Wenn du einfach was machst und hinterher dir nie mehr anguckst, ob das, was du gemacht hast, eigentlich funktioniert hat, dann ist es Murks. Das finden wir ganz häufig bei Wiederaufforstungsprojekten, dass man da sagt, yeah, wir pflanzen 18 Milliarden Bäume, yeah, wir haben 18 Milliarden Bäume gepflanzt, jetzt gehen wir wieder nach Hause und ob die nach 3 Jahren noch leben, das ist scheißegal, Hauptsache wir haben 18 Milliarden Bäume gepflanzt, irgendwie sowas. Ja, darum ist das schon sehr, sehr, sehr wichtig. Dann, was die hydrologische Modellierung und Einholung der wasserrechtlichen Zulassung und so weiter angeht, habe ich keinen Schimmer. Interessant ist allerdings der Rückbau und der Ersatzneubau der Bohlenwege im Wildseemoor, also das ist genau das, wo ich gerade hocke, und die Entwässerungs derzeit im großen Entwässerungsgraben verlaufen und hier die Wasserretention behindern. Ist dahingehend wichtig, weil wir insbesondere kurz hinter mir, also ihr seht da ja die ganze Zeit das Nadelgehölz hinter mir stehen, hinter diesem, das sieht man nicht, befinden sich noch ein paar alte Eisenbahnschwellen sogar, die da zum Teil zur Moor
Moorverbauung verwendet worden sind ursprünglich. Die sind aber schadstoffbelastet und diese Schadstoffe landen auch langsam im Moor. Die da also mal rauszuholen und beim Bohlenweg ein bisschen zu modernisieren und zu aktualisieren, das ist sicherlich keine schlechte Idee. Da sehe ich also nichts Böses drin. Auch wenn das vielleicht für den Touristen während der Baumaßnahme, auch wenn sie klar sagen, dass das Moor weiter zugänglich bleiben soll, auch während der Baumaßnahmen möglicherweise ein kleines bisschen unangenehm vielleicht wirkt. Viel kontroverser wird da der Gehölzrückschnitt zum Freimachen der Bauorte für die Errichtung von Sperren zur Wasserretention sein. Das heißt also kleine Mini-Löcher in den Wald reinkloppen. Das wird sicherlich bei der Bevölkerung nicht gut ankommen, weshalb da unten eben der letzte Punkt Durchführung der Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit bei solchen Projekten wirklich immer wichtiger wird. Ja, je mehr sich die Menschen für die Natur interessieren, was ja gut ist, desto mehr wollen sie mitreden, siehe ich, ja. Ich quatsche hier auch gerade in ein Projekt rein, mit dem ich im Grunde überhaupt nichts zu tun habe. Also ich bin da keine Ausnahme und mische mich da jetzt ein, obwohl ich noch nicht mal Moor- und Torfkundler bin. Jedenfalls die Sperren zur Wasserretention, vorletzter Punkt. Anhebung der Moorwasserstände, ganzjährig oberflächennahe Bereiche, Rückhaltung und Zwischenspeicherung von Wassererzeugung flächenhafter Sickerwasserströme und Torfbildungshorizont, Anhebung des Seespiegels, Wildsee ca. 80 cm, Holosee ca. 40 cm und Vergrößerung deren Wasserspeichervolumens. Letzteres, das mit dem Seewasserspiegel anheben. Da kann man sich jetzt eben durchaus fragen, war der mal so hoch? Durchaus vorstellbar. Man weiß nämlich, dass eben vor circa 100 Jahren durch eben die großen Entwässerungsgräben der Wildsee circa 1,10 Meter, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, an Wasserspiegel verloren hat. Das hat man hinterher nie wieder wirklich ausgeglichen. Das heißt, eigentlich ist das jetzt die Wiederherstellung eines vor 100 Jahren noch vorhandenen Wasserspiegels. Also sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Und Ähnliches gilt eben dann noch für das kleinere Moor am Holo. Auch da war der See ursprünglich mal höher. Das bedeutet aber dann auch gleichzeitig, dass hier wirklich die Landschaft sich doch ziemlich verändern wird. Wenn dann nach und nach der Wasserspiegel um wirklich 80 cm steigt, dann sitze ich hier zum Beispiel die ganze Zeit mit den Beinen im Wasser. Und zwar massiv, wahrscheinlich schon mit dem Hintern im Wasser, auf der Höhe, wo ich hocke. Das ist also schon ein deutlicher Eingriff, der sich bemerkbar machen wird. Es ist ja kein unnatürlicher Eingriff. Wie gesagt, das war mal so. Grundsätzlich muss man in diesem Zusammenhang jetzt vielleicht auch nochmal die Frage stellen, wann war die Natur zuletzt richtig? Ne, das ist immer dieser Punkt, wenn du irgendwie den natürlichen Zustand wiederherstellen willst. Wann war der denn? Ja, das ist diese große Fragestellung, die wir auch in der Waldökologie ständig haben. Wir wollen zurück zum Naturwald. Ja, welcher ist denn das? Ist das der vor 4000 Jahren, vor 8000 Jahren, vor 12.000 Jahren oder ist es gar kein Wald, weil gerade noch Eiszeit ist? Oder muss es der Wald vor sämtlichen Eiszeiten aus dem Tertiär sein? Irgendwie sowas in der Richtung. Daher ist das immer ein bisschen, ja, einfach auch eine sehr spannende ethische Diskussion. Alles in allem finde ich die Maßnahmen aber auf jeden Fall sinnvoll und auch wenn ich eben ein bisschen geschimpft habe, ob überhaupt Maßnahmen notwendig sind, dass man das per se bezweifeln kann. Der Meinung bin ich auch durchaus, dass man das per se bezweifeln kann. Aber wenn schon Maßnahmen, dann ist das, was sie da vorhaben, das klingt für mich eigentlich sehr plausibel und sehr gut durchdacht. Ja? So, aber jetzt können wir uns wirklich dem Ende zunähern, weil wir haben fast die Spielfilmlänge erreicht. Nein, es ist mir vollkommen wurscht, wie lang das ist, aber ich wollte es einfach nochmal erzählt haben. Ja, wie gesagt, jetzt gehe ich noch zur einen Stelle, wo man ein kleines bisschen sehen kann, dass hier mal jemand am Torf rumgepult hat und mache noch ein Torf extra Kurzwissen und dann bin ich hier fertig und gehe zurück zu meinem mühsam erkämpften Parkplatz. Das war echt nicht lustig, als ich hier angekommen bin. Wirklich nicht lustig. So, wünsche euch was. Macht's gut.